Wir sind hier im Winterberg bei dem Dirtmasters Festival. Das ist eines der größten Festivals in Europa. Die Stimmung ist gut, Janik ist hochmotiviert. Drei Tage wird gut. Wir werden gleich auf die Strecke gehen, uns erstmal die Line, die wir uns angeschaut haben heute Morgen beim Trackwalk, gucken, ob es passt. Sonst die Stimmung ist gut, Janik ist hochmotiviert, ich folge. Ich werde mein Bestes geben, um im Hinterrad zu bleiben bei ihm. Aber ich glaube, das ist für eine spaßige Sache. Drei Tage, es wird gut. Eins, zwei Stellen gibt es schon, die ein bisschen anspruchsvoller sind als die anderen Stellen. Da muss man sich sehr an der Linie halten und aber sonst ist eigentlich alles relativ entspannt, also ziemlich flowig so. Training ist eigentlich ganz gut gelaufen. Wir haben unser Line, denke ich mal, gefunden. Also das Training war eigentlich echt gut. Wir haben ab und zu angehalten, haben uns nochmal die Schlüsselstellen angeschaut. Und dann hat es eigentlich ganz gut geklappt jetzt in der letzten Fahrt. Da haben wir mal ein bisschen Renntempo versucht, mit Renntempo zu fahren. Und dann war das Training echt zufriedenstellend. Ja, der Janik hat ordentlich Dampf gemacht. Ja. Es war auch besprochen, dass er einfach merkt mit Rennspeed, wie es sich anfühlt, wie die Bremswege sich ändern. Ja, der hat mich ganz schön abgehängt. Ja. War eigentlich ein ganz solider Lauf. Ich habe so 93-95% gegeben, nicht überall getreten, dass heute noch was nach vorne gehen würde. Die Quali sind eigentlich super gelaufen. Sichere Fahrt, keine Fehler angebaut, Mini-Fehler, aber ich würde sagen, ich habe 95% Gas gegeben. Das war für mich die richtige Entscheidung. Jetzt war entscheidender Lauf, Finale, alles gut gelaufen, es geht weiter. Wir werden drei Wochen in Willingen sein und ja, jetzt geht's los. Also ich weiß noch nicht, auf welchem Platz ich bin leider. Ich denke so um den 10. Platz rum. Und jetzt habe ich drei Wochen Pause und dann geht's weiter mit Willingen und dann geht's Schlag auf Schlag mit dem Rennen.